Hey, was habe ich gesagt? Und irgendwie der Fleischbaum, oder wenn man das so benennen darf, wird größer. Cool. Okay, ich kann schon wieder keinen. Achso, ich habe ja den Dings noch. Haha. Ja, komm mal her. Komm doch mal her. Ich dachte, das müsste so eine Immerwaffe sein, dass die gleich drauf gehen. Dass wir uns hier einfach durchschnetzeln. Gut, bei denen da vorne vielleicht nicht. Nein, 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 nein. Who the fuck kommt ihr jetzt auf einmal hier? Hab ich die nicht tot gemacht? Neuer Sort, tschüss. Okay, die sind definitiv tot. Gut, bei denen ist schwierig. Ich denke, er kommt nur angerannt. Sag mal. Nein, den kriege ich ja so nicht. Ich will nicht in der Scheiße von den anderen rumwandern. Warte mal, wir machen es anders. Ich glaube, hier ist wirklich die beste Idee, straight up durch. Ach so, dass man die... Nein, ich... Irgendwas lag im Wasser, wo ich nicht weiterlaufen konnte. Gut, die ersten können wir wegschnetzeln. Die anderen, ich weiß gar nicht, können wir die blenden? Das hätte ich mir vielleicht mal auch probieren sollen. Toll. Ja. So, okay. Ich wollte gerade sagen, schlag zu, Frau. Okay, doch, der ist weg. Warum hänge ich hier jedes Mal? Kuckuck. Ach lol, ich bin einfach hier dran vorbeigelatscht, ohne überhaupt es mitzukriegen, dass die es hier noch gibt, ne? Nein, hör auf zu schlagen, hör auf zu schlagen! Okay. Ich weiß nicht, ob er den jetzt mitgenommen hat oder nicht. Kann die Scheiße aus Wolke sich mal verziehen? So, Frege ist bloß. Ja, kriege ich ja so nicht hin. Alter! Mann, ich kann. Okay, das funktioniert mit der Kamera, funktioniert null. Ich kann bloß hoffen, dass die sich rechtzeitig erholt. Dass hier nicht noch eine. Mann, hört auf mit der Rotzerei, Alter. Ist ja nervig, ist fuck. Das ist aber unsere Heimatstadt, ne? So, kommt die hinterher. Ich ruhe mich erstmal ganz kurz aus. Bevor wir wegen dieser Scheiße noch draufgehen. Oder schon wieder draufgehen. Weil Zeit zum Blenden hat. Das ist wieder so ein Fuzzi, ne? Nee, ist es nicht. Ach. Sagen, schon lange nicht mehr gesehen. Hatten wir die nicht ganz am Anfang gehabt? Das scheint mir das Sicherste zu sein. Außerdem kommen wir gleich voran, weil wir hier rückwärts gehen. Oh nein! Weg, 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 weg. Hallo? Ist das Viech endlich mal tot? Geht doch. Da kommt aber was Neues angewatscht. Ich wollte gerade sagen, wenn das zählt, dass die mich... Nein. Moment. Wie groß Pedia hatten wir die nicht schon? The Warden. Oh, the Warden, corrupted version of the Pokun, the famous engineer shrouded ghost. The Warden is armed with big scale and death bell, with able to summon a swarm of dreadlings. Ah. Haben wir eigentlich, warte mal, wir haben immer noch nicht Inventory. Ghostpedia war das gewesen.
Urban Legends. Die Sache ist, da gab es noch sowas, ich weiß nicht, ob das wie ein DLC war oder so, da müsste ich mal gucken, ob man das spielen kann. Kann ich dann vielleicht im Hauptmenü zeigen nochmal. Vielleicht geht's da dann eher um die Urban Legends. Ich weiß es nicht genau, weil da haben wir jetzt zum Beispiel auch gar nichts gesammelt, was halt ein bisschen komisch ist. Oh, fick dich, Alter. Du Kotze-Typ. Du Verschissener. Hatten wir den eigentlich schon? Ich will mal wissen, ob das funktioniert. Komm, mach hinne, bevor der nochmal kotzt. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal, den Dicken schon mal hatten. Nein, doch nicht den, Mann. Der ist weg. Weil das waren, glaube ich, nicht die gleichen, aber die haben zumindest, also wenn es die gleichen waren, dann haben die früher, glaube ich, nicht gekotzt. Oder ich habe wohl einfach bloß Glück gehabt. Hä? Warum kam jetzt hier dieses Geräusch? Warte. Nee, komm nicht nochmal. Hä? Okay, strange. Hatten wir dich nicht schon mal? Glaube ich, so die sicherste Variante und die anderen sind jetzt dahinter, die müssten theoretisch eh mal mitgeblendet werden. Ich hoffe einfach mal, dass das Ding mitten im Brustkorb am effektivsten ist. Jo, ist es. Komm, schlag zu. Alter, Linda. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ich bin Linda de Grasse. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich gerade sagen, Hilfe! Komm auf hier! Mach mal richtig auf. Oh. Ein Augäpfelchen. Lecker. Miss Hiska. Was sind's? Was denn? Ich hätte jetzt sogar einen Pfeil und Bogen. Hallo. Hallo? Ja, ich sehe die Dinger von Weitem, aber ich krieg das nicht hin mit dem rechtzeitig. Lass mich doch mal mit dem Handy arbeiten, Mann. Verpisst euch. Kann ich jetzt hier einmal... Bitte. Natürlich. Das passiert aber, glaube ich, bloß, wenn ich zu nah dran bin, ne? Deswegen lass uns die einfach mal so wegschnetzeln. Ja, okay. Hallo, ah, so kriege ich die Dinger auch weg. Nein. Was machst du denn, Linda? Nein! Leute, geht das auch? Ah!
Alter, diese verfickten Scheißfäden hier. Alter, ich bin gleich tot wegen der Scheiße. Kann ich mal außerhalb hier so ein bisschen, mich ein bisschen ausruhen? Nein, 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 nein. Du brauchst überhaupt nicht näher kommen. Du auch nicht. Verpiss dich. Ah, lol. Ah, so macht man das. Ah, nee. Okay, so kann man sie von sich fernhalten, wenn die näher kommen. Also nicht nur die Monster. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das richtig mache. Ja, weg mit den Dingern. Komm, 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 Linda. Das war's noch nicht. Ich habe mich nämlich schon gewundert, dachte so, hä? Kein Ghostpedia? Ab hier. Okay, kein Ghostpedia. Ah, shit, 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 shit. Ein bisschen vor. Mann, lass mich mal. Ich will mich mal denn hier mitnehmen. Ja, oh, dieses. Ich hasse es. Wo sind denn hier mal keine Fäden? Mann, verpisst euch, ihr scheiß Dinger. Miss Siska! Oder sowas ähnliches. Oh Gott, Schwein gehabt, weil da kam Dicker. Bitte, 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 lass mich einfach mal mein Handy rausnehmen, Alter! Diese scheiß Dinger hier, die von der Decke hier, Mann. Oh Gott sei Dank hält Linda einiges aus. Oh, verpiss dich, Alter. Oh. Nein, 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 ich pieke, ich pieke, ich pieke, ich pieke. Willst du mich verarschen? Jetzt hat die mein... Jetzt hat die auch mein Handy... Du blöde Kuh. Okay, dann muss das halt ohne Handy gehen. Du kriegst das sowieso immer ab. Ganz egal, was mich hier... So, wir sind super, Linda. Wir sind super stark. Wir machen dich supermäßig fertig. Gib mein scheiß Handy wieder her. Das war teuer gewesen, Alter. Das hat mir damals noch meine Mutti geschenkt. Verpiss dich. Oh Gott, ich sehe Bonnisch mehr. Boah. Oh Gott, ich muss weg. Nein! Oh, diese Dinger! Alter! Du hast ja nicht mal die Möglichkeit, oder wenn dann nur überhaupt übel schwer, mal die Möglichkeit, vielleicht außerhalb vom Kampfbereich zu kommen.
Da, wo diese beschissen... Die Feen sind halt echt am beschissensten. Verpisst euch. Oh. Die Feen sind so zum Kotzen. Und gerade wenn das Handy nicht mehr hast. Alter, es geht... Ey. Und die stecken... Du kommst nicht mal mehr weg, Alter. Ich hasse diese Fahnen-Scheiße hier die ganze Zeit, Mann. Sorry, wenn ich mich da jetzt aufregen muss, aber das ist so unnötig. Wo ist die alte Scheiß-Schabracke? Wenn die sich das erste Mal öffnet, muss ich auf jeden Fall erstmal irgendwie wieder raus. Ey, lass mich doch wenigstens mal hier außerhalb vom Kampfbereich irgendwie kommen. Damit wir uns mehr wenigstens kurzer... Nein, verpiss dich. Hör auf, hier hinterher zu kommen. Damit man sich wenigstens mal ein bisschen erholen kann. Und die... Ich meine, wenn es jetzt so einfach wäre, die einfach nur wegzutüdeln, dann kommen die nie wieder. Wäre ja schön. Oder so funktioniert die ganze Kacke nicht, weil hier ist schon wieder der Nächste. Die macht mich aggressiv, ne? Ansonsten muss ich an der Stelle wirklich einen Cut machen, wenn wir wieder bei der Alten sind, weil das ist zum Kotzen. Oh, ich darf einfach nicht in meine Nähe kommen, aber ich glaube, das muss so sein. Mann, diese scheiß Fädendinger, ey. Und die hängen halt überall rum. Ja, jetzt werde ich noch mit Aale bekotzt. Natürlich, was ist das? Mein Gott. Also man kann es doch übertreiben mit den Scheißdängern, weißt du? Oder mach es wenigstens so, dass, nicht dass diese Scheiße nicht ständig kommt. Oder die Dinger, die von der Decke hängen, dass man die wenigstens so weit weg machen kann. Dass die nicht mehr nerven. Also, dass die aber auch nicht noch einmal wiederkommen. So wie die hier. Mann! Blöde Schissner Olle hier. Das ist dieser. Ja, toll. Jetzt mache ich nämlich mein Handy weg. Geil. Damit bleibt mir eigentlich bloß noch eins. Warten, bis er irgendwie rankommt. Und am Rand lang gehen. Aber sie hängen natürlich genau darum, wo die Dinger sind, ne? Oh, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen rumgerantet habe, aber das nervt es, fuck. Ich möchte aber fast behaupten, in jedem Dreadnought-Teil hat man sowas. Natürlich. Ich meine, die sind nicht schlimm. Okay, ich muss mal gucken, ob das wirklich funktioniert mit ich bleib am Rand. Und es kommen die Dinger nicht. Wo sie gerade in einer guten Position ist. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Scheiße. Shit, 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 weg, weg, weg. Das Problem ist, ich muss wieder auf die andere Seite. Das ist ruhiger, das ist ruhiger. Lass mich auf die andere Seite, du blöde Tuse. Ah, nee, ich sehe die Dings schon wieder. Aua, 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 aua. Also, dass ich mich eher so hier in dem Bereich aufhalte. Zwischendurch ein bisschen erholen. Nein, 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 nicht wieder bei den Dingern hin, nicht wieder bei den scheiß Dingern hin.
Sorry. wo ist denn die Hübsche? Blorong. Ja, geht eigentlich. The Herald of Corruption, a mighty serpent who distort all reality. Age ago, when the mankind Lulimbat war erupted, so long lead her siblings to defeat and shake Blorong. She later imprisoned in the abandoned town Siska, übelster Nachname, later freed Blorong and used it towards her own agenda. Ich denke, wir müssen am Ende wirklich gegen Frau Siska kämpfen, ne? Miss Siska! Sowas. Toll, habe ich mein Handy wieder? Das Lustige ist, sie hat unser Handy doch kaputt gemacht. Ich bin ja bescheuert, ich werde das nie wiederkriegen. Wie kann ich immer auch aufs Handy zugreifen? Okay. Aber okay. Name ist Siska. Since the beginning, we, mankind, have been nothing more than mere toys to the so-called greater powers. Collateral damage amidst their clashing. They prey on our anxieties, guilt, and fears, force us to bow, take sides, and call them gods. All for the price of our true potential, the will to power, in exchange for bondage, slavery, and false hope. Ah, yes, I used to take comfort in those, but then I tasted the forbidden fruit. Even when she was my student, she was always a bit of a dullard. The point is, above all else, I want to rule this world. And if you choose to, you can rule a world of your very own. All you have to do is take my hand. Well, well, well. I didn't expect that. Thank you.
Okay, das kam jetzt plötzlich. Das kam recht plötzlich. ja, das war Dreadout 2. Und man hat es vielleicht mittendrin im LP schon gehört. Ich fand es doch, gerade vom Storytelling und so, wesentlich besser, interessanter als den ersten Teil. Von den Viechern weiß ich mal, glaube ich, nicht unbedingt, weil ich meine, hier hat man mehr Action-Gameplay gehabt, sage ich mal, nicht nur seine Kamera, sondern dass man auch gegen die kämpfen konnte, das war okay. Der Kampf am Ende gegen die Alte, ja, war ein bisschen sehr, sehr nervig, aber eigentlich auch bloß durch die Dinger, die von der Decke hingen. Das war so, ne, aber ich habe ja Gott sei Dank eine Strategie gefunden. Und was mich halt interessieren würde, um ehrlich zu sein, kann ich noch ein zweites Ende präsentieren. Es gibt ja noch ein zweites Ende anscheinend, wo ich ihre Hand nehme. Was dann passiert? Ne? Ich meine, das Spiel ist nicht so lang und theoretischerweise müsst ihr noch Zeit haben. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass ich, gerade weil es mir dann halt auch gefallen hat, dass ich vielleicht das andere Ende auch noch mit reinschneiden werde. Ja, ansonsten großartig viel sagen kann ich gar nicht. Also schön, also die Atmosphäre besser gehalten oder so, oder öfters dieses Gefühl, bei was ich bei atmosphärischen Sachen mittlerweile langsam ein bisschen vermisse, aber das liegt halt eher daran, weil ich sehr, sehr viele Horrorspiele schon gespielt habe und ich mich an sowas halt immer doch irgendwie gewöhne. Deswegen ist das relativ schwer, das glaube ich bei mir rauszukitzeln. Hier ist es ein paar Mal passiert, dass man so vielleicht, ja, dass man dieses Feeling hatte. Zwischendurch auch so ein bisschen, gerade in dem Hotel, glaube ich, hatte ich das erwähnt gehabt, dieses ein bisschen Teil Silent Hill Feeling, was ganz nice war. Ja, ansonsten, mir hat Spaß gemacht. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, wie lang die Credits sind, aber es gab halt im Menü noch eine Sache, die hieß Story Behind oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Da müsste ich mal reingucken, ob das noch ein extra von so einem Spiel ist, weil wir haben ja jetzt laut unserem Telefon fehlt ja noch etwas. Ich meine, Ghostpedia haben wir, glaube ich, auch nicht mal voll. Also kann doch sein, dass ich da irgendwas während des Spiels nicht kalt gemacht habe, was dann nicht oder nicht gesehen habe. Ne? Weil eigentlich müsste ja Miss Hifka eigentlich auch dazu zählen. Kann aber sein, dass wir jetzt vielleicht nochmal rausgeschmissen werden in die wirkliche Welt, wo man dann noch ein bisschen rumlaufen kann. Aber viel kann man halt, glaube ich, da eh nicht mehr machen. Aber dann die Credits jetzt verweisen, wir können einfach mal gucken, wenn wir im Hauptmenü landen, dann zeige ich euch mal, was ich meine. Wenn das noch so ein extra Part ist, wo man noch ein bisschen mehr spielen kann. Na? Oh. Dann wird das LP dann morgen doch noch weitergehen. Auf PT? Warte. Oder hat mich das Spiel gerade verarscht? Ansonsten habe ich nämlich alles gesagt gehabt schon. Wir können auch gar nicht mehr auf unser Dings drauf zugreifen. Komisch, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass wir ins Hauptmenü kommen. Ach, die letzten alten. Bei was war das bei Keepers of the Dark? Ich glaube, das war bei Keepers of the Dark gewesen, wo, glaube ich, fast dieselbe alte auch hatten, die halt da unglaublich nervig war. Mal gucken, was passiert. Das war scheiße laut gewesen. You're becoming more like me, Linda. Natürlich. Ja, ich hab. You must think I'm the devil herself. Ich seh dich nicht mal. Taking all of you sweet, innocent young lions. Da hat mich das Spiel doch noch gekriegt. And leading you to the slaughter. But you should be thanking me. Hier. Mit dem Kopf nach oben, ist Siska, schämst du dich nicht? Okay, im rechtzeitigen Zeitpunkt, rechtzeitigen Moment geht auch nicht, weil die jedes Mal. Scheiße, was soll ich jetzt machen? Ja, scheiße, wa? Oh Leute, warte mal. Okay, das ist vielleicht auch eine ganz gute Strategie. Ihren
schön Körper hier nochmal wegzuentfremden als Schutz. Okay, die Körper von da hinten, das ist ein bisschen eklig. Aber dann treffe ich sie wenigstens. Oh Gott. Mephiska! Mephiska! Oh oh. Ja. Leck mich. Oder ist halt wirklich doch bloß im richtigen Moment, wow, wenn die zuschlagen will. Ich fange schon wieder so an. Nee, nee, ich bleib mal bei meiner Strategie. Nicht irgendwas Neues ausprobieren. Was ist los? Ich meine, normalerweise beim anderen wäre jetzt bloß, wäre der Kampf ja eigentlich nicht gekommen, ne? Da hat man wahrscheinlich bloß eine Cutscene gesehen und dann ist schön. Ah! Böse Miss Siska, lass dich schlagen. Es ist halt immer zu früh. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr funktioniert. Oh, Junge. Ah, shit. Jetzt wollte ich zu sehr, glaube ich. War es immer noch nicht, ne? Oh, doch. Nach dem Ding traue ich dem Spiel jetzt nicht. Okay, jetzt haben wir das Ende. Aber wir müssten noch mal in den Ladebildschirm reinkommen. Das Ding ist, Story Before. Ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, wo es geladen hat. Das wäre halt schön, wenn man einfach mal, ne, noch mal da reinstellen könnte, um das andere Ende zu zeigen. Story Before, weiß ich nicht. Bei Extras, Epilog, Chapter Select, Ghostpedia, Customs. Ich will da jetzt eigentlich nicht zu viel Zeit mit... Finde ich eigentlich cool. Also ich weiß nicht, ob ich das dann damit spielen kann, aber wahrscheinlich eher weniger. Ja gut, den Epilog, den hatten wir ja gerade schon. Aber interessant, dass ich mir den hätte vorher ansehen können. Oder warte mal. Ich weiß halt nicht, ob wir es jetzt abbrechen können. Nee, warte mal, den Epilog, da haben wir ja... Nee, gut. Warte. Da muss ich es nochmal durchspielen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das Ende dasselbe bleibt oder nicht. Also wenn kein weiteres Ende kommt, dann gibt es bloß dieses eine Ende. Wenn nicht, dann werdet ihr es ja sehen. Aber die Story Before, was ist das?
Once upon a time, there were five adorable little mice. Okay, okay. Ich dachte bloß wegen der Sache, die uns im Handy fehlt, dass das damit gemeint ist. Klar, Story Before, was davor geschah. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, das war auf jeden Fall Dreadout 2. Ich würde mal sagen, ich nehme mal stark an, dass es noch ein zweites Ende gibt. Würde ich sagen, viel Spaß mit dem zweiten Ende noch oder mit dem alternativen Ende, wie dem auch sei. Ich weiß gar nicht, was ich an Trophäen jetzt hier gekriegt habe oder Errungenschaften. Ist aber hier auch nicht so wichtig. Hat Spaß gemacht, die ganze Geschichte. War besser wie der erste Teil. Vom Feeling her nicht so gut wie Keepers of the Dark, aber ich meine, es ist relativ selten, dass bei dem Titel der zweite Teil, glaube ich, besser ist wie der erste. Oder es kommt dem vielleicht bloß so vor bei vielen Sachen, wo der erste Titel der beste ist oder so gefühlt der beste ist und der zweite, der ihn gar nicht standhalten kann, den Erwartungen. Vielleicht ist es deshalb. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zugucken. Morgen weiß ich noch gar nicht, was da an Horror kommt. Wir gucken mal. Vielleicht wieder was Altes. Ich habe da eigentlich noch was auf dem Schirm, wo ich vielleicht noch ein bisschen Zeit hätte, aber da wollte ich halt selber noch übersetzen. Deswegen mal gucken. Seid gespannt und ja, wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Horror-Ding wieder. Also bis denn. Ciao, ciao. The point is, above all else, I want to rule this world. And if you choose to, you can rule a world of your very own. All you have to do is take my hand. Linda, come on, wake up. Hey, Linda.
Carehu, 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 carehu. Udah jangan di sana lebih mahal, di sana aja. Kurban aja ayam. Enggak, daging, 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 daging. Di dagingan, di dagingan, dagingan, dagingan. Beras, berasnya, Neng. Tok banget, Neng. Lihat dulu, Neng. Kamu ayah duit tuh buat beseknya, gue lagi bokeh nih. Lo mah angger tegablek duit wae, gue lagi. Jadi nggak beseknya sih? Linda, come on. Ayo, bantuin dong. Ntar, pas dulu. Dari tadi, ngapain di pinggang. Udah, jangan ribut. Siapa sih dia? Nyantai aja, agak bantuin lagi. Iya nih, rokok lagi. Sok keren banget sih, tak ketawa sama guru baru nyaho dia. Siapa sih dia? Nyantai aja, agak bantuin lagi. Iya nih, rokok lagi. Sok keren banget sih, tak ketawa sama guru baru nyaho dia. Ayo, bantuin dong. Ntar, pas dulu. Cerita abu ngapain dulu. Siapa sih dia? Nyantai aja. Ayo bantuin lagi. Iya nih. Tahu gitu.
Mana sih? Good morning, class. I'm so pleased to meet you all. I'll be your teacher today, and I hope we can all get along nicely.